Wollen wir mal. Gut, wir sind schon online. Herzlich willkommen, ihr Lieben, dass ihr da seid zu unserer Stunde Young Meets Yin. Wir werden uns heute ganz, ganz viel twisten und drehen. Im Yoga sagt man, dass wir dadurch unser Agni, unser inneres Feuer schüren. Oder man könnte auch sagen, dass du sozusagen heute dein inneres Öfelchen schon mal anschürst. Das können wir, glaube ich, gerade gut brauchen, wo es draußen langsam kühler wird. Und Twists und Drehungen haben aber viele weitere Wohltaten. Also zum einen ist es so, dass unsere Wirbelsäule wieder mehr Flexibilität findet. Und wo wir heute besonders darauf abzielen, so in unsere Mitte zu kommen. Denn dadurch, dass wir immer in beide Seiten twisten und unsere Körperseiten meist unterschiedlich sind, finden wir durch Twists wieder mehr Harmonie im Körper. Also lass dich heute immer wieder in dieses Gefühl von deiner Mitte finden und diese Harmonie entstehen lassen. Und es wird auch noch ein paar weitere Übungen geben, auch eine Agni-Übung, eine ganz spezielle, wo wir nochmal unser Verdauungsfeuer oder eben Agni, das innere Feuer, anfeuern. Und starten werden wir im Warm-up in der Kindhaltung und dann mit ein paar sanften Twists aufwärmen. Dann gibt es einen sanften Flow heute, aber so ein richtig schönes Vinyasa, wo du von einer Bewegung in die andere tauchst. Und zum Schluss natürlich wieder unsere Hin-Positionen auch wieder mit einigen Twists heute verknüpft. Ich würde dich bitten, ein bisschen die Matte zu drehen, nur dass ihr nicht so ganz nah vorne zusammen seid. Also ein bisschen gerade oder den Platz, da sieht man es auch nicht. Also wenn du lieber den Platz nimmst, da sieht man auch nicht in der Kamera. Nur, dass man nicht ganz so nah, darum müssen wir ja die Blümchen so schön, die Wiesen hier pflanzen. Genau, oder ein bisschen gerade, wenn du das machst. Wunderbar, so müsste es eigentlich gut gehen. Das ist ein bisschen. Oder dann den Platz, der ist ja auch fein. Gut, wunderbar. Dann lass dich bitte schon mal im Balasana ankommen, also in der Kindhaltung. So, über einen Fersensitz. Den Oberkörper absenken. Und es gibt Varianten. Vielleicht möchtest du die Hände als Kissen für die Stirn nutzen. Vielleicht magst du die Knie ein bisschen weiter öffnen. Vielleicht auch die Arme neben den Körper legen. Und lass dich gern so ein bisschen hineinwiegen, hineinschuckeln in deine Kindhaltung, bis dein Körper so angenehm in die Form hineinfindet. Genau, alles, was sich jetzt gut anfühlt, um ganz anzukommen. Ich weiß nicht, wie dein Tag war vielleicht. Ach, war viel heute und dann ist es oft schön, erstmal anzukommen, zu spüren, wie geht es überhaupt jetzt gerade dem Körper, etwas weg vom Denken, mehr hin zum Spüren zu kommen. Auch wahrnehmen, wie der Atem gerade strömt, spür das sanfte Ein- und Ausströmen deines Atems. Nimm gleich jetzt zu Beginn der Stunde wahr, lass alles los, was du vom heutigen Tag nicht mehr brauchst. Vor allem mit dem Ausatmen, wie allen Stress, alle Anspannung nach unten herausfließen lassen. Lass dich schon jetzt gleich wie so hineinschmelzen in die Position. Und dann darf sich auch der Atem schon ganz allmählich vertiefen. Das heißt, du spürst, dass dein Atem mehr Körperräume erreicht. Ganz bewusst lass auch den Atem in die Rückseite des Körpers strömen. Lass den Atem die Körperseiten erreichen. Spür, wie der Einatmen die Rippenbögen zur Seite weitet. Und wie du ausatmend aktiver die Bauchdecke nach innen ziehst, Bauch, Nabel Richtung Wirbelsäule. Lass einen ganz gleichmäßigen Rhythmus entstehen. Wir nennen das im Yoga ein Samavritti Pranayama. Gleicher Rhythmus für Ein- und Ausatmung. Es geht uns heute immer ganz um in die Mitte zu kommen, nach Hause, bei dir selbst anzukommen. Und so ein gleicher Rhythmus für die Ein- und Ausatmung hilft, dass sich die Gedanken gleich etwas mehr beruhigen,
du ganz ankommst bei dir. Bei einem der nächsten Einatemimpulse, wir bleiben noch in Balasana, twisten nur gleich die Kindhaltung, hebst du den Oberkörper ein bisschen an und wenn die Knie Hüftgelenk schmal sind, dann bring sie ein bisschen breiter und stell deine Zehen auf. Der linke Arm wandert mir nach vorne und den rechten Arm schiebst du durch zur linken Seite, bis Schulter, Wange, Ohr am Boden sind. Und dann lass den linken Arm dich hinter den Rücken bringen, einfach so herumlegen und so ein erster ganz sanfter Twist. Lass dich auch ganz bewusst in den Rücken, in die Wirbelsäule hineinspüren. Auch der Rücken ist ganz wichtig in den Twists, den immer wieder ganz bewusst wahrzunehmen, dass du den Rücken schön mit hineinführst, dann in die Drehungen und jetzt einfach wahrnehmen, wie sich der Rücken heute Abend anfühlt. Du vielleicht in diesem ersten sanften Twist die Wirbelsäule schon besser wahrnehmen kannst. Der Twist bleibt noch, du bringst den linken Arm zurück und stellst die linke Hand weiter vorne auf, auch auf Fingerkuppen, sodass du der linken Körperseite für ein, zwei Atemzüge so eine richtig schöne Länge schenkst. Weit nach vorne krabbeln mit den linken Fingerspitzen. Nochmal ganz bewusst in die linke Körperseite hineinatmen. Dann stell die linke Hand zurück, heb den Oberkörper ein bisschen an, den rechten Arm nach vorne und den linken Arm durchschieben für die zweite Seite, sodass jetzt Wange, Ohr auf der linken Seite in den Boden fließen können. Den rechten Arm nimmst du hinter den Rücken, einfach so entspannt herumlegen und den Atem in diesen ersten sanften Twist hineinströmen lassen. Ruhige, tiefe Atemzüge. Und auch hier bleibt der Twist, aber der rechte Arm kommt nach vorne. Du krabbelst mit der rechten Hand weit nach vorne, sogar die Fingerkuppen rechts aufstellen, dass du dir ganz viel Länge jetzt in der rechten Körperseite schenkst. Atem fließen lassen. Der Atem darf jetzt immer großzügiger werden. Lass allmählich deinen Purna-Atem entstehen. Der Einatem, der auch in die Rückseite des Körpers strömt. Und der Ausatem, bei dem die Bauchdecke noch mehr nach innen zieht, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Lass die rechte Hand zurückkommen, den linken Arm durchschieben. Einatmen für den Vierfüßlerstand, bring die Knie wieder hüftgelenksschmal. Und ausatmen, schieb gleich wieder zurück in die Kindhaltung. Und dann lass Atem und Bewegung dich verbinden, einatmen. Vier Füßel über eine Wellenbewegung in der Körperachse und ausatmen, schiebt das Becken zurück in die Kindhaltung. Drei, viermal so. Einatmen. Erst ist der Rücken rund, wenn du nach vorne fließt in den Vierfüßler und dann was vom Becken aus die Welle fließen. Langer Rücken und dann vom Becken aus schiebt zurück in die Kindhaltung. Und ganz bewusst Atem und Bewegung verbinden. Das lässt uns immer ganz zu Hause ankommen, wenn wir ganz bewusst den Atem und die Bewegung synchronisieren. Und finde ganz deinen Rhythmus. Wenn du das nächste Mal einatmend im Vierfüßlerstand bist, ausatmend ganz sanft in die Bauchlage, Füße ausgleiten lassen, Beine, Becken, Brustkorb, Stirn, Schambein in den Boden, Steißbein einrollen, mit der nächsten Einatmung gleich wieder nach oben schlängeln in die Cobra, aus in die Kindhaltung, die Zehen umstülpen, einatmend, schon gleich wieder weiter in den Vierfüßler. Und jetzt bleib ein paar Atemzüge im Vierfüßler. Lass dich einatmen, den rechten Arm nach oben aufsteigen und ausatmen, schieb den rechten Arm weit nach links, bis Schulter, Wange, Ohr am Boden sind. Wir twisten den Vierfüßler, die Katze und das machen ein paar Mal mehr dynamisch. Einatmen, nach oben aufsteigen lassen den Arm und ausatmen, weit durchschieben, bis Schulter, Wange, Ohr am Boden sind.
und auch das ganz bewusst mit dem Atem verbinden. Mit der Einatmung schafft ihr Weite und Raum und mit der Ausatmung in den Twist, Bauchnabel saugt nach innen. Schön warm. Wenn das nächste Mal der rechte Arm auf der linken Seite ist, wieder Schulterwange am Boden, dann versetzt die linke Hand so ein bisschen außerhalb von der Matte. Auch hier nochmal auf Fingerkuppen aufstellen und durch den Druck der linken Fingerkuppen in den Boden hinein kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr in den Twist kommen. Der Herzraum weitet sich nach oben. Schieb den rechten Handrücken Richtung Boden, aktiviere die rechte Schulter etwas mehr weg von der rechten Hand und wieder den Atem ganz bewusst tief strömen lassen. Die linke Hand kommt zurück, stell sie wieder neben dem Brustkorb auf, den rechten Arm durchschieben, noch einmal weit aufdehnen mit dem Einatmen und mit der Ausatmung kehrt zurück. Vierfüßler und gleich zur zweiten Seite. Linken Arm aufsteigen lassen mit der Einatmung und mit der Ausatmung schiebt den linken Arm weit nach rechts. Mach das ein paar Mal, wiederhole in deinem Atemrhythmus. Die rechte Hand, die wurzelt gut in den Boden, die unterstützt dich, dass du einatmend dich weit nach oben aufdehnen kannst und dass du ausatmend den linken Arm weit zur Seite schieben kannst. Und noch einmal mehr in deinem Rhythmus und wenn du im Twist bist, der rechte Arm auf der linken Seite, dann bleib ein paar Atemzüge und versetz nur die rechte Hand so ein bisschen außerhalb von der Matte, stell sie auf die Fingerkuppen auf und durch den Druck der rechten Fingerkuppen in den Boden hinein, komm noch etwas mehr in den Twist. So, als möchte der Herzraum sich mehr nach oben Richtung Decke öffnen. Der linke Handrücken schiebt etwas mehr in den Boden, die linke Schulter weg von der linken Hand. Und auch hier kannst du noch ein bisschen mehr in die Drehung kommen. Die Beckenseiten hab möglichst ausgelevelt. Vielleicht möchte rechts hier nach oben aufsteigen oder links nach unten sinken. Versuch die Beckenseiten möglichst auszulevelen. Die rechte Hand wieder zurückplatzieren, den linken Arm wieder durchschieben. Ausatmen für die Bauchlage, wieder ganz sanft Füße, Beine, Becken ausgleiten lassen, schmelzen die Bauchlage, einatmen gleich zur Kobra aufsteigen und ausatmen in die Kindhaltung. Einatmen, Wirbel für Wirbel aufrollen in den Fersensitz und da bleiben wir ein klein wenig. Und wenn du in deinem Fersensitz bist, schau mal, passt es so, wir bleiben da nämlich ein bisschen länger oder magst du dir was unterlegen, dann nimmst du dir zum Beispiel einen Block oder eine Decke oder ein Kissen, um dich ein bisschen höher zu setzen. Das kann oft sehr angenehm sein. Wenn du deinen Sitz gefunden hast, Finger verschränken, mit der Einatmung die Arme weit über vorne nach oben und ausatmen, Zeigefinger pointen und wie ein bisschen wie Katze Kuh, hab den Rücken ganz rund, bis die Arme auf Schulterhöhe sind. Noch ein, zweimal mehr einatmen, nach oben. Richtig die Handflächen nach oben schieben und ausatmen, den Rücken rund. Einatmen nach oben. Jetzt bleib hier und spür mal für ein paar Atemzüge, dass du nicht zu sehr ins Hohlkreuz ziehst. Wenn du das merkst, dann zieh die Rippenbögen vorne etwas mehr zueinander und nach unten zu den Beckenpunkten und den Bauchnabel etwas nach innen. Das macht die Körpermitte ganz stabil und trotzdem streck die Arme und das würdest du mit den Handflächen was nach oben wegschieben. Regel dich so richtig schön in die Körperseiten hinein. Spür, dass das Becken ganz stabil ist. Schieb alles, was am Boden ist, Schienbeine, Fußrücken gut in den Boden hinein. Lass das Becken stabil, wenn du ausatmen, mit dem Oberkörper zur rechten Seite drehst. Einatmen, kommst du auch schon wieder zurück zur Mitte. Und ausatmen, twiste nach links. Und auch jetzt bleib mit dem Becken ganz stabil. Wiederhole, einatmen, zurück zur Mitte, Schultern zwar weg von den Ohren, aber die Arme richtig schön strecken und ausatmen, dreh dich zur rechten Seite. Und noch einmal mit der nächsten Ausatmung nach links. Und wenn du einatmen, zurück bist in der Mitte, twiste zur rechten Seite, das heißt, du löst jetzt die Hände, die linke Hand kommt zum Oberschenkel und die rechte einfach hier aufs Kreuz.
bleiben ein paar Atemzüge. Und um nochmal zu spüren, dass wir in allen Twists auch den Rücken gut spüren sollten, lass dich wie so in die rechte Hand hineinatmen. Mit deiner nächsten Einatmung löst du die Seite, lässt die Arme über die Seite nochmal aufsteigen, Finger verschränken, Handflächen nach oben, twiste noch einmal nach links zur linken Seite und dann löst die Hände, die rechte Hand am Oberschenkel und die linke Hand nochmal hinten am Kreuzbein, am Becken und gefühlt in die linke Hand hineinatmen. Das lässt uns auch nochmal den Rücken ganz präsent werden, vor allem jetzt den unteren Rücken. Mit deinem nächsten Einatemimpuls komm zurück zur Mitte. Lass die Arme über die Seite aufsteigen, Finger verschränkt, Zeigefinger strecken. Und in allen Twists sollten wir unsere Brustwirbelsäule auch gut bewegen können. Darum machen wir so eine ganz schlängelnde Bewegung, um die Brustwirbelsäule noch ein bisschen mehr aufzuwecken, egal welche Richtung du zuerst wählst. Stell dir vielleicht vor, du hättest so um den Brustkorb so einen Hula-Hoop-Reifen und den bewegst du jetzt. Genau, und auch die andere Richtung. Die schöne, großzügige, schlängelnde Bewegungen. Und nochmal die erste Richtung. Und nochmal in die zweite Richtung. Atem fließen. Ganz genüsslich nochmal so für die letzten zwei, drei kreisenden Bewegungen. Kehr zurück zur Mitte, lass die Arme über die Seite nach unten kommen und verschränk die Hände einen Moment hinterm Rücken für einen Schulterstretch. Gern die Ellbogen erstmal noch ein bisschen gebeugt, aber die Daumenballen, eigentlich die ganzen Handflächen, schieb zueinander und jetzt die Arme strecken weg vom Becken schieben. Wachs über die Scheitelkrone hinaus und auch hier nicht zu sehr ins Hohlkreuz ziehen, sondern eher die Rippenbögen zu den Beckenpunkten nach unten schieben. Fast wie so ein Trichter, den du machst, Rippenbögen nach unten Richtung Becken. Und dann löse wieder die Hände und lass dich nochmal nach vorne kommen mit in den Vierfüßlerstand und von hier ausatmen, unseren ersten nach unten schauenden Hund für heute. Und in diesen nach unten schauenden Hund wanderst du mit den Füßen gleich mattenweit und machst den Schritt auch gerne ein bisschen kleiner, einfach so 5 oder 10 cm. Sollte sich so ein ganz angenehmer nach unten schauender Hund spüren. Trotzdem habt den Rücken schön lang. Also versuch die Sitzbeinhöcker weit nach hinten oben zu schieben, die Hände gut in den Boden zu wurzeln, Achselhöhlen schieben auch noch ein bisschen mehr zu den Händen. Und jetzt lass dich ganz genüsslich und langsam im Wechsel eine Ferse anheben, dann wieder absenken, während die andere Ferse sich anhebt. Das ist im Wechsel. Und stell dir vielleicht heute mal vor, als würdest du auf Wolken gehen. Ganz geschmeidig, ganz fluffig, ganz leicht. Und das Becken darf schwingen von der einen zur anderen Seite. Lass den Atem tief und gleichmäßig strömen. Noch so ein, zweimal mehr. Vielleicht möchte sich sogar ein bisschen der Kopf, Schulter und der obere Rücken mitbewegen. Dann beende die Bewegung und kehr zurück in den nach unten schauenden Hund. Die Beine wieder Hüftgelenk schmal, die Füße auch wieder ein bisschen mehr nach hinten wandern. Und dann lass dich mal nochmal die ganze Länge des Rückens spüren. Die Sitzbeinhöcker schieben noch ein bisschen mehr nach hinten oben. Gern die Knie ein bisschen beugen und die Fersen mehr anheben. Aber die Sitzbeinhöcker streben weg von den Händen und streben weg von den Fersen. Wunderbar. Mit dem nächsten Einatmen komm bitte in ein starkes Bett. Das heißt, du schiebst die Schultern über die Handgelenke und mit der Ausatmung für die Bauchlage über Knie, Brust, Kinn nach unten. Einatmen, gleich wieder nach oben schlängeln in die Kobra, Oberkörper, Körperseiten lang und ausatmen in die Kindhaltung. Einatmen, gleich weiter in den Vierfüßler und aus in deinen nach unten schauenden Hund. Und nochmal diese Schrittbewegung, jetzt bleibst du mit den Füßen hüftgelenk schmal
und wanderst dann Schritt für Schritt nach vorne in die erste Vorbeuge im Stehen. Und hier gern mal Wasserfall, das heißt die Hände in die Ellbeugen legen, den Oberkörper so ganz entspannt wie einen Wasserfall nach unten fließen lassen. Lass dir von der Schwerkraft helfen. Und vielleicht magst du auch so ein Wippen, so ein Bouncen in den Rücken bringen. Einfach so ein paar Mal nach oben, unten schaukeln. Wenn dein Rücken das nicht so gerne mag, bleib einfach entspannt in der Mitte hängen. Pust auch gern mal die Lippen aus und so Alltagsspannung rauspusten. Die Hand, die vorne ist, leg noch nach hinten. Lass dich nochmal den Rücken ganz entspannt hängen, den Kopf sanft ja und nein schaukeln. Dann löst die Hände, die Füße gut in den Boden schieben und langsam Wirbel für Wirbel aufrollen zum Stehen. Irgendwann sind die Schultern über dem Becken und dann ziehe die Arme weit über die Seite nach oben. Blick zu den Händen. Nochmal die Finger verschränken. Nochmal schieb die Handflächen aktiv weit nach oben. Werd noch ein bisschen größer, während du die Füße noch aktiver nach unten in den Boden schiebst. Und dann öffne die Arme, sodass sie parallel sind. Spür nochmal, die Füße sind Hüftgelenk schmal, die Zehen nach vorne ausgerichtet und wieder vom Becken aus nach unten ganz viel Stabilität finden. Mit dem nächsten Ausatmen, dreh den Oberkörper zur rechten Seite und öffne dabei die Arme auf Schulterhöhe. Einatmen, komm wieder zurück zur Mitte und behalte die ganze Zeit dein Becken und die Beine ganz stabil. Und ausatmen, dreh dich nach links. Und wiederhole, wieder einatmen, zurück zur Mitte, Schultern weg von den Ohren, trotzdem die Arme richtig weit groß strecken und in die Seite. Mach das noch einmal mehr pro Seite. Ein, zurück zur Mitte und ausatmen, dreh dich. Schön. Und noch einmal mehr. Ein, zurück zur Mitte. Und wenn du dann auf der rechten Seite bist, bleib zwei, drei ruhige, tiefe Atemzüge. Und in all diesen Twists stell dir vor, du möchtest dich wie so aus der Körpermitte ausringen. Und wie so auch die inneren Organe wie so einen feuchten Schwamm ausdrücken. Da kann dir der Atem helfen, diese tiefe Atem, der Ausatmen, auch immer wieder die Bauchdecke nach innen zieht. Mit dem nächsten Einatmen zurück zur Mitte, noch einmal twiste nach links, um auch hier diese drei, vier ruhigen, tiefen Atemzüge zu bleiben. Stell dir vor, als würden die Arme, wenn sie jetzt schwer werden sollten, wie so vom umgebenden Raum getragen sein. Zieh den Raum zwischen den Schulterblättern noch ein bisschen mehr auseinander. Und dann hier wieder einatmen, zurück zur Mitte und ausatmen, Handflächen zueinander, lehn dich sanft nach hinten, von unten vom Steißbein bis nach oben, am Ende der Halswirbelsäule, bring die Wirbelsäule in einen ganz langen harmonischen Bogen. Ein, zurück zur Mitte und aus, die Hände zum Herzen und zum Stehen in deinem Tadasana. Und in Tadasana spür dich nochmal ganz gut verwurzelt, komm mit in den vorderen Teil der Matte, hab auch mal die Blöcke in der Nähe, vielleicht brauchst du sie dann mal nachher. Auf der Fußunterseite deine vier Wurzelpunkte, Großzehenballen, Kleinzehenballen, die beiden Punkte auf der Ferse, außen und innen gut spüren. Und wie in der Mitte des Fußgewölbe aktiver wird, oft hilft es, wenn man mal die Zehen kurz einen Moment nach oben zieht, die Zehen dann wieder ganz entspannt ablegt, aber in der Mitte unten dieses Fußgewölbe einfach noch besser spürt, dass das so etwas nach oben zieht. Du dann die Knie über den Fußgelenken, das Becken über den Knien ganz achtsam platzierst und vom Becken von der Taille aus nach oben noch ein bisschen mehr Länge findest. Also möchtest du die Taille noch ein bisschen schmaler ziehen. Lass dich mit der Einatmung die Arme über vorne nach oben aufsteigen. Und ausatmen, die Arme über vorne, Handflächen zueinander nach unten und für den Schulterstretch die Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmen gleich weiter für Utkatasana, Stuhlposition, die Hände vorm Herzen und ausatmen in Uttanasana in die Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein, großer Schritt zurück und lass gern das hintere Bein angehoben, wenn du den Arm vorne, den linken Arm über vorne nach oben kreist, einen Moment hier hältst, diesen Twist spürst, den Herzraum nach oben öffnest und mit dem nächsten Ausatmen schon gleich wieder zurückkreist, bis die linke Hand wieder neben dem vorderen Fuß ist.
Steig links zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Komm einatmen wieder ins Brett. Schultern über die Handgelenke. Bauchnabel saugt nach innen. Und ausatmen über die Knie. Brustkorb, Kinn schmelzt in den Boden und schiebt dabei den Herzraum weit nach vorne. Einatmen, Kobra, und ausatmen in den nach unten schauenden Hund. Einatmen in den Vierfüßlerstand, Knie zum Boden. Wir bleiben einen Atemzug hier und wenn du möchtest, platzierst du einfach Blöcke unter den Händen. Das kann fürs nach vorne steigen gut helfen. Schieb dich ausatmend gleich wieder weiter in den nach unten schauenden Hund und streck einatmend dein rechtes Bein. Linke Ferse für mehr Raum anheben, Knie rechts beugen, unterm Körper durch, großer Schritt nach vorne und jetzt bitte das hintere Knie sanft zum Boden bringen. Achte drauf, vorne ist Knie über Fußgelenk und wir bleiben ein klein wenig hier. Wenn du merkst, dein Knie ist empfindlich, legst du dir was unter oder klappst einfach die Matte um. Heb den Oberkörper an. Hände einen Moment vorne am Becken, um zu spüren, dass du ausatmend dein Becken sinken lässt. Mit der Einatmung die Arme anheben, Oberarmköpfe etwas mehr Richtung Schulterblatt sinken lassen, also richtig wie so ein Einstöpsel, und ausatmen, dreh den Oberkörper zur rechten Seite. Die linke Hand ist am Oberschenkel und die rechte hinter den Rücken und vielleicht erreichst du so den Beckenkamm oder greif dir was vom T-Shirt oder Yoga-Hosenbund mit der rechten Hand, um dich gut zu unterstützen. Mit der linken Hand ist es wie so Druck gegen Druck in den Oberschenkel hinein. Ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Und stell dir mal vor, der Bauchnabel, der sich etwas mehr nach innen saugt und sowohl nach unten zum linken Beckenpunkt als auch nach oben zur rechten Achselhöhle zieht. Und ob dich das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die Drehung bringt. Wenn der Kopf sehr überengagiert ist, das heißt der Kopf sich sehr dreht, bring den Kopf gern nochmal etwas zurück. Übers Brustbein, also Kinn eher über Brustbein und dann lasse ich die Brustwirbelsäule noch ein bisschen mehr in die Drehung bringen. Spür den Ausatmen hier, mit der Einatmung kommst du zurück, Hände neben den vorderen Fuß, links nach vorne steigen, die Vorbeuge und mit der Einatmung gleich wieder aufrollen zum Stehen. Gleich für die zweite Seite, tauch ausatmen über vorne nach unten, Hände hinterm Rücken verschränken für den Schulterstretch. Einatmen für Utkatasana, die Hände vors Herz. Und jetzt möchtest du dich auf einen Stuhl setzen und etwas mehr Gewicht auf die Fersen. Super. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge und einatmen, linkes Bein, großer Schritt zurück. Hab das hintere Bein gern angehoben und nimm den rechten Arm einatmend über vorne nach oben. Für einen Moment spür den Twist und ausatmend dreh den rechten Arm über hinten zurück und steig zurück rechts in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, ein starkes Brett, Schultern über die Handgelenke und ausatmen, sanft über Knie, Brust, Kinn in die Bauchnabel. Dabei zieh den Herzraum nach vorne. Einatmen, Kobra, ausatmen, nach unten schauender Hund, Zehen umstülpen, Becken schiebt nach hinten oben. Mit der Einatmung wieder in den Vierfüßlerstand und hier bleiben wir in einem Atemzug und es ist die Möglichkeit, dir hier vielleicht Blöcke unter die Hände zu legen. Ausatmen, Becken schiebt nach hinten oben, linkes Bein einatmen, strecken, rechte Ferse für mehr Raum, Knie unterm Körper durch. Großer Schritt nach vorne und jetzt sinkt wieder das rechte Knie sanft zum Boden. Und das rechte Knie darf gern ein bisschen nach hinten versetzt sein, sodass du Raum hast hier in der Leiste. Also da darf so ein bisschen Dehnung entstehen. Heb den Oberkörper an, Hände im Moment am vorderen Oberschenkel platziert. Knie über Fußgelenk und dann ziehen die Arme nach oben. Du spürst wieder, wie die Oberarmknochen etwas mehr ins Schulterblatt schieben, richtig stabil dich fühlen und dann drehst du ausatmend zur linken Seite. Rechte Hand ist am Oberschenkel und die linke hinterm Rücken bis zum Beckenkamm. Spür ein, zwei tiefe Atemzüge. Wie es dir hilft, wenn du den Bauchnabel vielleicht noch etwas mehr nach innen saugst, immer wieder spürst, dass der Ausatmen sowohl die Kraft in den Beinen zum Becken holt, vordere Ferse, hinteres Knie aktiv zueinander und wieder einatmen, dir noch ein bisschen mehr Länge im Oberkörper schenkt. Mit dem nächsten Einatmen komm mit dem Oberkörper zurück
Und ausatmen, steig rechts nach vorne in die Vorbeuge. Lass die Arme über die Seite nach oben aufsteigen. Und jetzt nach der zweiten Seite noch einmal schieb die Füße in den Boden, wachs nach oben und lass dich sanft nach hinten neigen. Ganz harmonischen Bogen. Zieh deine Wirbelsäule gefühlt unten vom Steißbein bis nach oben zum Ende der Halswirbelsäule angenehm lang. Ein zurück zur Mitte und aus die Hände zum Herzen und zum Stehen in dein Tadasana. Spür ein paar Momente nach vor der nächsten Runde, wo wir das Ganze nochmal machen, aber mit ein paar Twists noch einfügen. Und lass dich spüren, vielleicht ist durch die vielen Twists schon ein Gefühl von mehr Harmonie, Ausgeglichenheit im Körper entstanden. Einfach wahrnehmen, wie geht es dir gerade, wie kann der Atem fließen. Verschränk die Hände vor der zweiten Runde nochmal hinterm Rücken für einen Schulterstretch und lass nochmal ganz bewusst jetzt den Atem tief strömen. Vielleicht kannst du sogar dem Atemton lauschen, das, was wir im Yoga Ujjayi nennen. Ein sanfter Meeresrauschenton, den du für dich innerlich hörst. Wie Wellen am Meer, die kommen und gehen, so kommt und geht der Atem. Und wenn du dem Ton deiner Atmung lauscht, kannst du auch spüren, dass der Atem möglichst, wenn er ein- und ausströmt, ohne Pausen, ohne Unterbrechungen, gleichmäßig fließt. Mit dem nächsten Einatmen Arme weit über die Seite nach oben aufsteigen lassen. Ausatmen, wieder in die Vorbeuge und den Schulterstretch, die Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmen für Utkatasana, die Hände zum Herzen. Achtung, wandle bitte mal mit den Füßen so, dass die Innenseiten der Beine zueinander sind. Wenn es geht, wenn es die Knie zulassen, setz dich noch ein bisschen tiefer und heb den Oberkörper an. Zieh sogar die Körperseite noch mal so ein bisschen mehr nach vorne und jetzt dreh den Oberkörper zur rechten Seite. Wenn es geht, verhakst du den linken Ellbogen am rechten Oberschenkel. Bleib ein, zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Die Daumen etwas mehr zum Herzen drehen. Die Ellbogen mehr in Richtung übereinander und vielleicht kannst du aus der Körpermitte, aus der Bauchnabelregion dich noch ein bisschen mehr drehen. Komm einatmen, zurück zur Mitte, zieh nochmal die Körperseiten lang und twiste zur anderen Seite. Jetzt verhakt sich, wenn es geht, der rechte Ellbogen am linken Oberschenkel. Daumen wieder mehr zum Herzen, Ellbogen übereinander und spür den Drehimpuls aus der Bauchnabelregion. Einatmen, komm wieder zurück zur Mitte und ausatmen in die Vorbeuge und jetzt bring die Füße wieder Hüftgelenk schmal. Steig bitte wieder rechts zurück, großer Schritt. Lass noch einmal den linken Arm kreisen, einatmen über vorne nach oben und ausgleich weit über hinten zurück. Steig links zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen in ein starkes Brett, Schultern über die Handgelenke und wieder über Knie, Brust, Kinn, langsam in die Bauchlage schmelzen. Und hier ein paar Momente bleiben. Wir twisten die Kobra. Das heißt, du bringst jetzt erstmal die Hände neben den Brustkorb unter die Schultern. Schambein in den Boden, Steißbein einrollen. Und wieder von der Taille aus, zieh die Körperseiten ein bisschen länger, heb den Oberkörper leicht an, wie so eine Babykobra, und mit der Ausatmung dreh den Oberkörper nach rechts. Die linke Schulter bleibt, also die ziehst du nicht mit. Einatmen, zurück zur Mitte und ausatmen, dreh dich nach links. Genau, mach das so zwei, dreimal mehr. Und je mehr du dich von den Beinen, von der Beinkraft unterstützt, also als würdest du die Innenseiten der Beine mehr zur Mittellinie ziehen, umso leichter und geschmeidiger kann sich der Oberkörper bewegen und drehen. Du holst also über die Beine die Kraft zur Körpermitte. Und sogar die Fußrücken bis zur kleinen Zehe möglichst in den Boden schieben. Schön, wenn du das nächste Mal mit dem Oberkörper auf der linken Seite warst, kehr einatmen, zurück Kobra und ausatmen, nach unten schauender Hund, Zehen umstülpen, Becken schiebt nach hinten oben. Einatmen in den Vierfüßlerstand wieder, die Knie zum Boden, gerne jetzt wieder für den Atemzug, wo wir bleiben, und vielleicht die Blöcke platzieren und schieb dich ausatmend in den nach unten schauenden Hund. Streck einatmen wieder das rechte Bein, heb die linke Ferse an,
rechts Knie gebeugt, großer Schritt nach vorne. Und gerne setz nach. Also wenn du nicht ganz nach vorne kommst, greif dir Fußknöchel oder Schienbein. Beide Füße zueinander, Schienbeine zueinander. Hol dir die Kraft über die Beine zum Becken, heb den Oberkörper an. Jetzt die Arme auf Schulterhöhe und ausatmend einfach den rechten Arm nach hinten öffnen. Bleib 2, 3 ruhige tiefe Atemzüge. Möglichst stabil in Beinen und Becken, das dreht sich nicht mit. Spür den Drehimpuls wieder aus der Körpermitte. Einatmen, den rechten Arm nach vorne, Hände wieder neben den vorderen Fuß platzieren und links nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen, nach oben kommen zum Stehen, Blick zu den Händen, verwurzeln nach unten, um nach oben zu wachsen und neig dich mit dem nächsten Ausatmen zurück in die Rückbeuge. Ein zurück zur Mitte und aus gleich wieder nach vorne und in den Schulterstretch. Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmen Utkatasana, die Hände vorm Herzen und wieder wandern mit den Füßen zueinander. Das hilft uns, dass wir ganz stabil sind in diesem Utkatasana, wenn wir es auch noch twisten. Vielleicht kann das Becken noch ein bisschen tiefer kommen und etwas mehr Gewicht auf den Fersen, aber der Oberkörper ist weit und lang. Zieh nochmal länger in den Oberkörper und twiste jetzt nach links für die Ausatmung. Komm mit dem Einatmen zurück zur Mitte und ausatmen. Spür den Drehimpuls aus der Körpermitte, dreh dich nach rechts. Oh, den Bauchnabel so richtig wie so ein Ausringen nach innen, oben und unten saugen. Schön, super bei allen. Komm einatmen zurück zur Mitte und ausatmen in die Vorbeuge und hier wanderst du die Füße wieder hüftgelenkschmal. Steig links zurück. Das Bein bleibt angehoben. Die Hand links am Boden und den rechten Arm einmal einatmen, über vorne nach oben kreisen und aus, gleich weiter zurück. Rechts steigt zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen in ein starkes Brett und aus wieder über Knie, Brust und Kinn zum Boden. Und dann schmelz in die Bauchlage und zieh dabei den Oberkörper, den Herzraum weit nach vorne. Noch einmal twisten wir die Kobra. Oft ist es dann in der zweiten Seite leichter, der Körper weiß schon, wo es hingeht. Schamen in den Boden, Steißbein einrollen, ab der Taille die Körperseiten lang den Oberkörper einatmend anheben und erstmal mit der Ausatmung jetzt nach links drehen. Ein, zurück zur Mitte und twiste ausatmen nach rechts. Mach das wieder ein paar Mal mehr und lass dich auch von deinem Atem, vom Fluss des Atems ganz unterstützen, sodass es gar nicht so sehr vielleicht sich angestrengt anfühlt. Es ist so ein Fließen von der einen zur anderen Seite. Vielleicht auch dieses Gefühl immer wieder wie so ein Ausringen in der Körpermitte. Alles loszulassen dafür, sind die Twists auch da, um zu klären, loszulassen, zu entgiften. Wenn du das nächste Mal auf der rechten Seite warst, dann komm wieder einatmen zurück zur Mitte. Und ausatmen, in den nach unten schauenden Hund. Zehen umstülpen, Becken schiebt nach hinten oben. Einatmen, Vierfüßlerstand. Und hier gern wieder die Blöcke unter die Hände nehmen. Ausatmen, in den nach unten schauenden Hund schieben. Und ein linkes Bein gestreckt anheben. Die rechte Ferse für mehr Raum. Links Knie beugen, unter dem Körper durch. Großer Schritt nach vorne. Das hintere Bein bleibt wieder möglichst angehoben. Zieh dir wieder Schienbeine und Füße mehr zueinander, heb den Oberkörper an, du machst dich ganz kraftvoll und stabil und der hintere Fuß, die hintere Fußsohle schiebt wie gegen eine imaginäre Wand. Die Arme auf Schulterhöhe und ausatmen, dreh den Oberkörper zur linken Seite. Der linke Handrücken schiebt noch mehr nach hinten, vielleicht kommt sogar der Blick in Richtung hintere Hand. Komm mit dem Einatmen zurück, super bei allen, Hände neben den vorderen Fuß, steig nach vorne in die Vorbeuge und dann lass dich einatmend nach oben kommen zum Stehen. Greif mal bitte mit der rechten Hand das linke Handgelenk, zieh die Körperseiten lang, vor allem die linke und neig dich mal weit nach rechts und lass hier den Kopf sinken, so in den rechten Oberarm hinein. Einfach so auch ganz bewusst. Der Kopf muss jetzt gerade gar nichts tun, während die linke Körperseite ganz viel Raum findet.
Lass dich sogar ganz bewusst so in die linken Rippenbögen zur Seite nach hinten hinausatmen. Ganz großzügig mit dem Atem. Einatmen, zurück zur Mitte, greif andersherum und neig dich weit nach links, während der rechte Fuß die rechte Ferse gut in den Boden schiebt und der Kopf darf wieder sinken. Einfach so in den linken Oberarm hinein sinken lassen. Drei, vier ruhige, tiefe Atemzüge. Auch hier nochmal. Jetzt in die rechten Rippenbögen seitlich nach hinten hinausatmen. Ein, zurück zur Mitte und ausatmen, die Arme in einem weiten Bogen über die Seite nach unten. Und kurz nachspielen. Wie geht es dir jetzt nach diesen zwei Vinyasa-Runden? Ob das innere Feuerchen schon ein bisschen angeschürt ist? Hoch! Sind auch die Heizungen im Raum jetzt schon an? Gut, wunderbar. Wir werden eine Übung machen, die noch ein bisschen mehr unser Agni aktiviert. Eine Atemübung. Und ich zeige dir mal kurz, wo es dabei hingeht. Also wir kommen wieder in einen ganz stabilen Stand. Und wir wollen dabei immer wieder dann, wenn wir komplett ausgeatmet haben, die Bauchdecke, den Bauchnabel so nach innen saugen und immer wieder lösen. Das nennt sich Agni Saradhauti. Agni, eben das innere Feuer, das reinigt. So ist die Übung. Wir kommen nachher dann einfach, ich sage es nochmal an, nur dass du schon mal weißt, die Hände an den Oberschenkeln, atmen ein und atmen durch den leicht geöffneten Mund, wie so ein komplett aushauchen, der Bauchnabel saugt dabei nach innen und in der Atemleere immer wieder Bauchnabel lösen und nach innen ziehen. Also du atmest nicht weiter, sondern alles in der Atemleere. Genau, es ist einfach so ein nach innen ziehen und wieder lösen. Wenn man das häufiger übt, kann es sein, dass diese Atemleere, diese Pause relativ lang ist, also dass das relativ lang geht. Es kann aber auch sein, dass das jetzt heute nur so 3-4 Mal geht. Wenn du spürst, der Einatemimpuls kommt, also bring dich überhaupt nicht in Stress, dann hebst du dich wieder an, atmest ein, da treffen wir uns wieder alle und dann kommen wir mit der Ausatmung wieder nach unten und dann machen wir das 3 Runden. Und schauen wir mal, wie es uns danach geht. Oft ist es innen wirklich, man spürt so richtig, dass man hier was tut und dass nochmal Agni, das innere Feuer, schön aktiviert ist. Genau. Lass dich einatmen. Und mit der Ausatmung setz dich tief, die Hände an die Oberschenkel, hier nochmal tief ein durch die Nase und durch den leicht geöffneten Mund aushauchen. Bauchnabel zieht nach innen. Halte die Atemleere und nur immer wieder Bauchnabel lösen und immer wieder aktiv nach innen ziehen. Und wie gesagt, es kann sein, dass es ein bisschen länger geht, kann auch sein, dass jetzt schon der Einatem kommt. Wenn der Einatem kommt, atme ein, richte dich auf, heb die Arme über die Seite an, nach oben und ausatmen, bring die Hände zum Herzen und zum Stehen. Das kannst du ganz komplett in deinem Atemrhythmus machen. Einatmen, ausatmen, tief setzen, und die Hände an den Oberschenkeln platzieren. Atme tief ein und durch den geöffneten Mund aus. Atemleere halten und Bauchnabel aktiv, relativ zügig nach innen ziehen und wieder lösen. Wenn der Impuls zur Einatmung kommt, bring dich nicht in Stress. Heb dich an, atme ein und atme aus, die Hände wieder vors Herz. Eine dritte und letzte Runde. Atme ein und mit der Ausatmung setz dich wieder etwas nach unten, die Hände an den Oberschenkeln platziert. Atme ein durch die Nase und hauch durch den Mund aus. Alles an Luft raus, was möglich ist und dann in der Atemleere zügig Bauchnabel nach innen und wieder lösen, so ein richtig so ein Pumpen und Ausringen. Wenn dein Impuls zur Einatmung kommt, richte dich auf, atme ein und atme aus, die Hände vors Herz und zum Stehen und kurz nachspüren. Die Füße hüftgelenkschmal, eine kleine Balancehaltung, auch Balancen bringen uns ja ganz in unsere Mitte. Links wird unser Standbein. Du holst dir erstmal das rechte Schienbein ran. Sitzbeinhöcker streben nach unten und oft ist es auch hilfreich,
sich ein Drishti, also einen Fokuspunkt zu suchen, vielleicht mit den Augen unten am Boden oder an einem ruhigen Punkt an der Wand gegenüber. Und dann löst du die rechte Hand, die linke Hand greift heute dein rechtes Schienbein. Und wenn du ausatmest, dreh nur den Oberkörper, das Becken, die Beine bleiben ganz stabil, den Oberkörper nach rechts und vielleicht kann der Blick sogar zur rechten Hand nach hinten kommen. Es ist ein bisschen wackelig. Und dann kehrst du zurück, super bei allen. Greif dir die Rückseite des Oberschenkels, möglichst noch nicht den Fuß absetzen und schiebst noch den rechten Fuß weit nach vorne. Rechte Außenhüfte, hoppala, weit nach hinten ziehen. Und mit der Ausatmung lösen. Nachspüren, wenn der rechte Fuß am Boden ist. Die Körperseiten sich vielleicht unterschiedlich anfühlen und das werden wir auch gleich wieder ausgleichen. Rechts wird unser Standbein, hol dir dein linkes Schienbein ran. Sitzbeinhöcker ziehen nach unten, wer Mula Bandha kennt, also Beckenboden nach innen oben ziehen, macht es gerne, das hilft bei den Balancen sehr, noch mehr in die Mitte zu kommen. Rechts greift den Kniebereich, der linke Arm öffnet sich zur Seite und du twistest mit dem Oberkörper nach links. Gerne folgen, wenn es die Balance ermöglicht, mit dem Blick in Richtung über die linke Hand. Du kehrst mit dem Oberkörper zurück, greifst dir die Rückseite des Oberschenkels und streckst das linke Bein weit nach vorne. Jetzt möchtest du etwas wegschieben mit der Fußsohle und die Außenhüfte links schiebt mehr nach hinten. Saug dir den linken Oberschenkelknochen mehr rein. Super. Ausatmen, lösen. Lass die Arme weit über die Seite nach oben aufsteigen. Langer Rücken, Raum in den Leisten, tauch nach unten in die Vorbeuge. Füße sind hüftgelenksweit, gut verwurzelt. Zieh mal für Ardha Uttanasana die Körperseiten lang, also der Oberkörper ist parallel zum Boden. Wenn du merkst, die Hände können den Boden nicht gut erreichen, greifst du einfach einen Moment an die Schienbeine. Spür nochmal, wie die Körperseiten ab der Taille sich nochmal ganz lang ziehen. Und dann platziere bitte die rechte Hand relativ weit vorne auf Fingerkuppen, rechtes Knie ganz sanft beugen, die linke Hand an der linken Beckenseite, dreh den Oberkörper nach links. Und nochmal zieh die Körperseiten lang. Spür den Rücken ganz aktiv und lang und nimm, wenn es möglich ist, den linken Arm noch dazu. Der linke Arm streckt sich nach oben. Wenn du merkst, es wird die Schulter nicht gut, dann bringst du die linke Hand einfach wieder zurück. Zurück zur Mitte, linke Hand zum Becken, in Ardha Uttanasana, also die halbe Vorbeugehände, entweder an den Schienbeinen oder unten am Boden. Und dann kommt die linke Hand so ein ganzes Stück nach vorne, Becken bleibt über den Beinen, die rechte Hand in der rechten Leiste und du ziehst nochmal die Körperseiten lang. Und von da kommst du in den Twist, gern dabei das linke Knie etwas beugen, damit du dir mehr Raum schaffst. Vielleicht kann der rechte Arm noch gestreckt nach oben aufsteigen. Ein, zwei tiefe, ruhige Atemzüge. Und dann lösen, zurückkommen. Komm einen Moment in die Vorbeuge, alles was es jetzt braucht, vielleicht gern nochmal Wasserfall, das heißt die Hände in die Ellbeugen legen, genau, auspusten mal so, Lippen auspusten, ausfloddern lassen. Und dann bleibst du bitte in der Vorbeuge, hebst die linke Ferse an und greifst mit deinen Händen, die Finger verschränken sich, die linke Ferse. Rechten Fuß richtig gut in den Boden schieben und dann hebst du den Oberkörper an und holst dir, während die Hände an der Ferse bleiben, den Oberkörper nach oben. Ja, kennt ihr das als Kinder, diese Räuberleiter, die man gemacht hat? Das hat man so füreinander gemacht. Genau, und versuch das mal bei dir selbst. Genau, wenn du oben bist, entweder bleibst du hier oder versuchst einen Moment sogar, das Bein zu strecken. Ja, gut, nach dieser Zirkusübung kommen wir wieder ganz normal ins Yoga und dann komm wieder nach unten in die Vorbeuge. Du ahnst es, es kommt noch die zweite Seite. Ich habe euch versprochen, wir kommen heute ganz in unsere Mitte. Das heißt, wir müssen immer wieder mal ein bisschen aus der Mitte raus, um schließlich dann uns ganz in der Mitte zu finden. Linker Fuß, gut in den Boden, die rechte Ferse hebt sich an. Vielleicht geht es hier leichter, wobei es gibt immer eine wackelige und eine noch wackeligere Seite. Gut, du greifst dir die linke Ferse,
hebst langsam den Oberkörper an. Und wenn du oben bist, bleib hier oder versuch, das rechte Bein zu strecken oder fast zu strecken. Übung für zu Hause. Nächste Woche üben. Und wieder in die Vorbeuge, möglichst genau den gleichen Weg zurück, bis wieder Fuß ganz am Boden ist und hier nochmal den Kopf leicht sanft ausschaukeln lassen. Die Lippen nochmal auspusten nach dem Schreck. Leg mal die Hände bitte an den Hinterkopf verschränkt, schieb die Füße gut in den Boden und lass dich Wirbel für Wirbel nach oben rollen zum Stehen. Und wenn du oben bist, die Ellbogen weit zur Seite öffnen, spür mal die schöne Länge, Weite im Oberkörper. Es möchte wie so eine Sonne im Herzen aufgehen und ausatmen, die Arme über die Seite nach unten zum Stehen. Die Schultern zwei, dreimal nach vorne kreisen lassen und nach hinten, ganz genüsslich. Die Schultern auch mal nach oben ziehen, weit, 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 richtig übertreiben und mit dem Ausatmen fallen lassen. Weit nach oben ziehen und fallen lassen. Oh, nochmal weit nach oben ziehen. Oh, super, komm bitte wieder in den vorderen Teil deiner Matte. Lass die Arme einatmen und über vorne nach oben aufsteigen. Und ausatmen, langer Rücken, Raum in den Leisten, tauch über vorne nach unten. Lass dich rechts und links zurücksteigen in deinen nach unten schauenden Hund. Komm einatmen in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand für die erste Seite, das rechte Bein gestreckt nach hinten, den rechten Fuß aufstellen. Bei den linken Zehen ist es egal, du kannst die Zehen ausgleiten lassen und sogar den Unterschenkel ein bisschen rausklappen oder du lässt die Zehen aufgestellt, die linke Hand etwas mittiger platzieren und den rechten Arm nach oben aufsteigen lassen für deinen Seitstütz. Drei, vier Atemzüge, alles, was du gut verwurzeln kannst. Linke Hand, linkes Knie, rechten Fuß, beim rechten Fuß auch den Großzehenballen richtig gut in den Boden schieben. Und dann drück dich noch ein bisschen mehr nach oben. Schaffe noch ein bisschen mehr Weite. Der Einatmen, der die Kraft in deine Körpermitte holt. Und mit dem Ausatmen lass dich von dieser kraftvollen Mitte noch mal mehr Weite finden. Super. Kehr zurück, Vierfüßlerstand. Schieb dich einen Moment in die Kindhaltung. Einatmen gleich wieder in den Vierfüßler. Aus sanft in die Bauchlage schmelzen, über Füße, Beine, Becken, Brustkorb, Stirn. Einatmen, Kobra. Und aus, Kindhaltung. Und hier einen kleinen Moment nachspüren. Vielleicht die Zehen aufgestellt. Vielleicht möchtest du auch die Zehen ausgleiten lassen. Lass dich in dieser Kindhaltung nochmal den Atem in möglichst viele Körperräume strömen. So, es möchte der Atem nochmal neue, andere Körperräume entdecken. Ganz tief und ganz ruhig, ganz weit. Und für die zweite Seite Seitstütz aus dem Vierfüßler kommst du einatmen nach vorne. Streckst das linke Bein und stellst den linken Fuß auf, rechte Zehen ausgleiten lassen oder aufgestützt und die rechte Hand etwas mittiger versetzen, dann geht es leichter in diesem Seitstütz und den linken Arm gestreckt nach oben. Und auch hier wieder, lass dich vom Atem unterstützen, der Einatem, der mit seiner muskulären Energie oder die muskuläre Energie aktiviert, zur Körpermitte zieht. Und mit dem Ausatmen lass dich von dieser kraftvollen Mitte ausdehnen, Weite finden. Es ist immer wieder dieses Pulsieren im Atemrhythmus, sodass beide Qualitäten da sind. Die Stabilität, aber auch die Leichtigkeit, die Weite. Und dann kehrst du mit deinem Ausatmen zurück, sammelst das linke Bein wieder ein und kommst nochmal in eine Kindhaltung, sodass du einfach ein paar Momente nochmal nach innen spürst. Den Atem in viele Körperräume strömen lässt.
Von Balasana, von deiner Kindhaltung, einatmen in den Vierfüßlerstand. Und hab mal die Blöcke bitte in der Nähe. Wir kommen in den Ausfallschritt und in die sogenannte Eidechse und die halten wir dann auch ein bisschen länger. Und vielleicht das hintere Knie kommt dabei zum Boden, also das linke Knie auf der ersten Seite. Kann sein, dass du vielleicht dir was da schon mal bereitlegst. Was auch oft geht, wenn man nichts zum Unterlegen hat, dass man so die Matte umklappt. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man merkt, dass das Knie empfindlich ist. Gut, vom Vierfüßlerstand schieb dich ausatmend in den nach unten schauenden Hund. Streck bitte das rechte Bein, heb die linke Ferse an, dann hast du mehr Raum. Lass das rechte Knie dich unterm Körper durchziehen, bei den Bauchnabel nach innen saugen. Großer Schritt nach vorne und wenn du nicht ganz nach vorne kommst, greif dir dein Schienbein oder Fußknöchel und steig nach. Links das Knie zum Boden und sogar noch ein bisschen mehr nach hinten versetzen. Viel Raum in der linken Leiste und weil wir etwas länger bleiben, kann es sein, dass es angenehm ist, dass du dir was unterlegst. Und dann wandere bitte mal mit dem rechten Fuß weiter nach außen, sodass du ungefähr beim Mattenrand außen landest. Mhm. Zieh zur Seite, dass ihr es gut seht, die Arme so ein Stückchen nach vorne. Mach die Körperseiten richtig schön lang. Und spür auch, dass du nochmal vordere Ferse und hinteres Knie etwas mehr zueinander ziehst. Die Ellbogen können auch gerne so etwas voneinander weg. Das ist auch ein Hüftöffner, das spürst du vielleicht auch jetzt hier in der Hüfte, dass es dort so ein bisschen zieht oder in der linken Leiste. Und lass dich von Atemzug zu Atemzug etwas mehr mit dem Oberkörper nach unten sinken. Nacken und Kopf sind in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule, also zieh bitte nicht den Kopf so nach hinten, dass der Nacken kurz wird, sondern der ist richtig schön angenehm lang. Und vielleicht, wenn du mehr Dehnung möchtest, mehr Dehnung brauchst und es gut möglich ist, könntest du mit den Unterarmen entweder auf die Matte oder du nimmst dir eben die Blöcke, wenn du merkst, ah, das ist, würde gut tun, aber vielleicht kommst du nicht ganz nach unten, dann nimmst du dir die Blöcke unter die Unterarme und lässt da die Blöcke dich von den Blöcken unterstützen. Ah ja, du hast zwei verschiedene dir genommen. Bleib noch ein paar Momente länger. Lass dich mehr und mehr wie so hineinschmelzen. Es kann schon sein, dass so in den Hüftöffner so ein Gefühl von Widerstand im Beckenraum entsteht. Die hinteren linken Zehen kannst du aufgestellt lassen. Vielleicht möchtest du sie auch ausgleiten lassen. Auch das ist gut möglich. Oft können wir dann, wenn die hinteren Zehen ausgleiten, sogar mit dem Becken noch mal ein bisschen tiefer sinken. Lass den Atem strömen. So eine ganz liebevolle Aufmerksamkeit für dich, für deinen Körper. Alles, was du gerade wahrnehmen kannst. Jede kleine Sensation. Und wir sind so sehr auf irgendwelche großen Sensationen fixiert, was alles Tolles passieren müsste. Und manchmal sind es diese ganz kleinen Sensationen im eigenen Körper, dass irgendwo etwas pulsiert oder wärmer wird. Vielleicht ein Strömen zu spüren ist. Sich vielleicht irgendwo ein Muskel meldet, den du schon lange nicht mehr gespürt hast. Was auch immer es gerade gibt. Genau, und wenn du merkst, die Position wird zu intensiv, wunderbar, dann geh gerne auch ein bisschen früher raus, wenn es zu intensiv wird für den Körper. Und komm nochmal so ganz bei dir an. Vor der zweiten Seite, lass dir Zeit, kommst einen Moment in den nach unten schauenden Hund, also wandere zurück mit den Händen, wandere zurück mit dem rechten Fuß, sodass du wieder im Ausfallschritt bist. Den rechten Fuß nach hinten bringen.
Und ein paar ruhige, freie Bewegungen. Alles, was es jetzt braucht. Vielleicht die Fersen anheben, absenken. Vielleicht auch ein paar ganz freie, regelnde Bewegungen. Vom nach unten schauenden Hund die Knie zum Boden, sanft in die Bauchlage schmelzen und hier ein paar Atemzüge bleiben. Es könnte sich jetzt auch gut anfühlen, wir haben heute so viel getwistet, dass du in deiner Bauchlage vielleicht die Arme mal nach vorne streckst, du die ganze Vorderseite des Körpers angenehm lang ziehst. Du könntest aber auch natürlich gerne die Arme neben den Körper legen, wenn dir das jetzt angenehm ist. Und in dieser neutralen Bauchlage, lass dich bitte nochmal spüren, wie es zu den beiden Körperseiten geht. Also Körperseiten geht, wollte ich sagen, wie es den beiden Körperseiten geht. Ob vielleicht schon so ein Gefühl von mehr Mitte entstanden ist, von Harmonie. Wenn die Arme noch vorne sind, dann lass sie wieder zurückkommen unter die Schultern mit einem Einatmenimpuls. In die Kobra nach oben schlingeln und ausatmen, in den nach unten schauenden Hund. Für die zweite Seite streckst du erstmal das linke Bein, Knie unterm Körper durch, großer Schritt nach vorne, gerne nachsetzen. Dann wanderst du erstmal mit dem linken Fuß nach außen, das rechte Knie kommt sanft zum Boden, schaff dir Raum. Das heißt, vielleicht das rechte Knie noch mal ein bisschen nach hinten versetzen, gerne was unter das Knie legen. Lass dich wirklich langsam, wie so Stückchen für Stückchen hineinkommen in diese sogenannte Eidechse. Du wanderst erst mit den gestreckten Armen, mit den Händen so ein Stückchen nach vorne. Spür auch, dass nichts, was jetzt vielleicht unnötig sich im Körper anspannt, dass du das wieder löst, vielleicht die Gesichtsmuskeln, der Kiefer entspannt. Und eventuell kommen die Unterarme auf Blöcke oder zum Boden, wenn du mehr Intensität möchtest. Lass gern den Kopf hier sinken, den Nacken entspannen und einen gleichmäßigen, ruhigen, tiefen Atem strömen. Sein, dass sich diese zweite Seite anders anfühlt. Wie gesagt, unsere Körperseiten und vor allem auch in den Hüften spüren wir es ganz oft, sind oft sehr unterschiedlich. Das heißt, lass dich das wahrnehmen und wenn du vielleicht auf der ersten Seite keine Blöcke gebraucht hast, aber jetzt merkst, es wäre gut, eine Unterstützung zu haben, dann hol dir diese Unterstützung mit Blöcken oder bleib einfach mit den Händen am Boden. Und dann lass noch so für die letzten 5, 6 tiefen Atemzüge dich nochmal überprüfen, wo irgendwo der Körper die Möglichkeit hat, noch unnötige Spannung loszulassen. Wieder diese ganz liebevolle Aufmerksamkeit für dich, für deinen Körper. Wo darfst du Spannung noch lösen, weicher werden? Und in aller Ruhe lass dir Zeit, finde aus der Position heraus, du kommst mit den Händen zurück, du bringst den Fuß wieder mit dich, du steigst wieder zurück in den nach unten schauenden Hund. Und von hier nochmal in die Bauchlage, lass dich ganz sanft nach unten schmelzen, Knie zum Boden, Füße ausgleiten lassen. Und nochmal die Bauchlage, die sich jetzt gut anfühlt. Vielleicht nochmal die Arme strecken, wenn es sich vorhin gut angefühlt hat. Oder die Arme neben den Körper und den Kopf drehen.
Spüren, wie der Atem strömt, wie es dem Körper gerade geht. Noch ganz bewusst ausatmen, wie so unnötige Spannung abfließen lassen. Vielleicht magst du auch ausatmen, nochmal wie so aushauchen. Ganz allmählich kommst du wieder zurück mit den Händen unter die Schultern. Stirn zurück zur Mitte, wenn der Kopf gedreht war. Einatmend eine sanfte Kobra, den Oberkörper anheben und ausatmen, Kindhaltung. Einatmen, Vierfüßlerstand. Und dann leg dir bitte was neben die rechte Mattenseite, also neben die rechte Beckenseite, vielleicht eine Kissendecke, vielleicht auch einen Block. Wir kommen in den Sleeping Swan, also die Taube als Yin-Position, als sanfte, länger gehaltene Position. Und du kannst da gerne so reinkommen, dass du einfach aus dem Vierfüßler die Knie so ein bisschen nach hinten versetzt, die Knie leicht anhebst und das rechte Knie gerade unter dem Körper durchziehst. Und dann legst du das rechte Knie in das rechte Handgelenk, wanderst mit dem linken Fuß nochmal so ein ganzes Stück nach hinten. Und schau mal kurz nach hinten, dass Fuß, Knie und Becken so in einer Linie sind auf der linken Seite. Genau, wunderbar. Oft schwebt jetzt die rechte Beckenseite. Und wir wollen, dass die Beckenseiten auf einer Höhe, auf einer Linie sind, dass du also nicht komplett auf die rechte Seite sinkst. Das heißt, du könntest dir was unterlegen zum Unterstützen. Muss nicht sein, aber das kann sehr angenehm sein. Es kann auch ein Block sein, das kann auch Block und Decke sein. Nochmal vielleicht ein bisschen nach hinten wandern mit dem hinteren Fuß, sodass das Becken nochmal angenehm sinkt. Den linken Arm streckst du nach vorne und stellst die linken Fingerkuppen auf. Der Oberkörper ist lang und weit, die rechte Hand unter der rechten Schulter platziert am Boden und dann dreh ausatmen den Oberkörper nach rechts. Das ist jetzt ein sanfter Twist. Prüf nochmal, dass das Kinn eher über dem Brustbein bleibt, dass du eher die Brustwirbelsäule noch etwas mehr in den Twist bringst, aber nur, dass es sich jetzt wirklich ganz angenehm anfühlt, ein ganz sanfter Twist jetzt. Spür, dass du vielleicht ausatmend das Becken noch mal etwas mehr schmelzen lassen darfst, Richtung Boden sinken lassen darfst. Und dann kommst du auch mit dem nächsten Einatmen schon zurück. Wanderst auch mit dem rechten Arm, der rechten Hand nach vorne und lässt den Oberkörper sanft nach unten sinken. Und hier gibt es viele Varianten. Vielleicht bleiben die Unterarme so am Boden und der Oberkörper leicht angehoben. Vielleicht möchtest du dir auch hier Blöcke unter die Unterarme legen. Das macht das Ganze etwas milder. Das heißt, es ist auch, wenn es vielleicht hier irgendwo sehr zieht, im Becken oder im Leistenbereich, und der Oberkörper etwas höher ist, ist es oft milder oder du möchtest sogar ganz mit dem Oberkörper und dem Kopf nach unten sinken. Die linken Zehen kannst du ausgleiten lassen. Und lass wieder den Atem ganz ruhig, entspannt strömen. Manchmal, wenn eine Position, auch eine Yin-Position, sich trotzdem intensiv anfühlt, dann spür, ob du etwas verändern möchtest, ob du es etwas milder brauchst. Wie gesagt, wenn du dir was unter das Becken legst, ist es oft leichter, entspannter. Wenn der Oberkörper mehr angehoben ist, ist es oft sanfter. Und manchmal hilft auch so ein entspannter Ujjayi-Atem, also wenn du bewusst den Ton der Atmung lauscht und den Atem dahin strömen lässt, wo sich der Körper gerade meldet. Also dieses Gefühl, da durchzugehen, wo der Körper gerade sich meldet. Noch so 5, 6 ruhige, tiefe Atemzüge.
für diese letzten 3, 4 Atemzüge spür. Der Körper auch irgendwo die Bereitschaft loszulassen. Und lass dabei den Ausatmen noch ein bisschen länger werden. Mit einem langen Ausatmen lassen wir ganz bewusst auch nochmal Spannung los. Lass dir Zeit, um die Position zu lösen. Du wanderst mit den Händen wieder zurück, bis die Hände wieder unter den Schultern sind. Stellst die linken Zehen auf, steigst einen Moment zurück in den nach unten schauenden Hund. Und von hier die Knie zum Boden und einen Moment in den Fersensitz. Spür mal die Wirbelsäule als deine neutrale Mitte. Das ist ja heute immer wieder Fokus, uns ganz in unserer Mitte auszurichten. Und dann kommt auch schon die zweite Seite. Wieder vom Vierfüßlerstand. Jetzt legt ihr gern schon mal was neben die linke Mattenseite. Genau. Wandere mit den Knien so ein bisschen zurück, hebt die Knie an und zieht das linke Knie nach vorne und legt das linke Knie hinterm linken Handgelenk ab. Der rechte Fuß wandert so ein bisschen mehr zurück. Prüf vielleicht nochmal, dass Fuß, Kniebecken in einer Linie sind und dass die linke Beckenseite nicht nach unten total sinkt, sondern dass die Beckenpunkte hier auf einer Höhe, auf einer Linie bleiben. Und dazu ist es oft hilfreich, dass du dir einfach was unterlegst. Die rechte Hand nach vorne auf Fingerkuppen, die linke Hand unter der Schulter. Zieh nochmal die Körperseiten lang und lass dich mit einem Ausatmen zur linken Seite drehen. Bleib nicht ganz so lang. Es ist eher ein sanfter Twist. Spür nochmal, wie die ganze Wirbelsäule, vor allem aus der Körpermitte heraus, die Brustwirbelsäule sich nochmal engagiert, in die Drehung kommt, um dann mit einem Einatemimpuls zurückzukommen und deinen Sleeping Swan, also diese Vorwärtsneigung in der Schwanposition zu finden. Unterarme am Boden oder Blöcke zur Unterstützung. Auch hier wieder ganz in den Atem sinken. Genau, weil ich gerade sehe, ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn man vielleicht die Stirn auf was auflegen möchte, auf ein Kissen oder auf einen Block. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, sich zu unterstützen. Sieben, acht ruhige, tiefe Atemzüge. Ein langer, ruhiger Ausatmen. Der hilft, dass sich vielleicht die Gedanken noch mehr beruhigen. Um noch mehr bei dir in deiner Mitte anzukommen, bei dir zu Hause. Und wie dir dieser bewusst geführte, ruhige, tiefe Atem hilft, auch den Kopf immer wieder frei zu bekommen. Und allem, was oft so einen unnötigen Ballast wieder so rumschleppen den ganzen Tag. In aller Ruhe löst die Position. Lass dich wieder mit dem Oberkörper nach oben kommen, die Hände wieder unter den Schultern platzieren und noch einmal zurücksteigen in den nach unten schauenden Hund. Spür mal alles, was es braucht. Vielleicht noch ein paar Mal so im Wechsel die Fersen genüsslich anheben, absenken. Vielleicht auch nochmal insgesamt ein paar freie Bewegungen machen. Vielleicht tut es auch nochmal gut, unnötige Spannung abfließen zu lassen, durch die Nase ein und durch den Mund aushauchen. Und dann hier
gerne nochmal in den Vierfüßlerstand zurück. Wir kommen von hier auch schon in die Rückenlage. Hab alles bereit, was du dann für die Entspannung brauchst. Wir machen noch eine Bewegung in der Rückenlage, die auch nochmal richtig schön alle Spannung löst. Und dann ein letzter Twist und alles, was du dann für die Entspannung brauchst. Hab bitte auch schon mal bereit liegen. Also vielleicht ein Kissen, eine Decke, dass du nachher wunderbar entspannen kannst. Zieh die Arme nach vorne, heb den Herzraum nochmal an und dann lass dich langsam in deine Rückenlage kommen, Wirbel für Wirbel. Und wenn du dort angekommen bist, die Knie im Moment zum Brustkorb ran, etwas schaukeln und kreisen, wippen. So eine Rückenmassage, die du dir selbst gönnst. Und dann kehr zurück zur Mitte, streck die Beine nach oben, ungefähr 90 Grad und nimm auch die Arme gestreckt nach hinten. Spür hier den Einatmen und wenn du ausatmest, beug die Knie, bring die Hände an die Schienbeine und hol dir die Oberschenkel ran und bring die Stirn Richtung Knie. Und das wiederholen wir ein paar Mal. Einatmen, die Beine strecken, die Arme gestreckt nach hinten. Ablegen mit der Ausatmung wieder ein kleines Päckchen, Stirn und Knie zueinander und versuch wirklich alle restliche Luft rauszuatmen. Und das machen ein paar Mal mehr mit der Einatmung, Beine gestreckt, Arme nach hinten und mit der Ausatmung, Bauchnabel saugt nach innen und Gefühl jedes Mal noch ein bisschen mehr loslassen. Oft am Ende der Ausatmung gibt es so eine Möglichkeit, nochmal Restluft raus. Und noch ein, zwei Mal mehr. Mit der Einatmung Beine strecken, Arme gestreckt nach hinten ablegen, ausatmen, ein kleines Päckchen und nochmal Restluft raus. Und ein letztes Mal. Und wenn du dann ausgeatmet hast, dann versuch die Atemleere etwas auszudehnen. Also wenn du komplett ausgeatmet hast, Stirn Richtung Knie, versuch einen Moment die Atemleere zu halten. Aber wenn der Impuls zur Einatmung kommt, stell die Füße auf, Arme neben den Körper und dann lass die Beine ausgleiten. Lass dich im Moment in der neutralen Rückenlage nachspüren. Auch wie sich jetzt der ganze Bauchraum anfühlt durch die vielen Twists und jetzt nochmal durch diese Übung, wo wir nochmal wirklich so restliche Spannung gelöst haben. Die Knie über außen zum Brustkorb ran, die Füße mattenweit aufstellen, die Arme in ein weites T ausbreiten. Alternativ könntest du auch Unterarme und Hände so nach oben klappen wie einen Kaktus. Also Unterarme und Hände bleiben schon am Boden, aber wie so eine Kaktusposition oder als weites T ausgebreitet. Und dann lass dich ausatmen, ganz genüsslich die Beine zur linken Seite sinken, während der Oberkörperkopf nach rechts drehen. Unser letzter Twist heute, zurück zur Mitte, andere Seite, die Beine sinken nach rechts, während du Oberkörperkopf nach links drehst. Und hab die Beine die ganze Zeit ungefähr mattenweit. Und dadurch wird auch dieser Twist nochmal richtig schön genüsslich, du kannst dich nochmal richtig schön reinräkeln. Mit der Ausatmung in die Drehung und mit der Einatmung zurück. Wenn die Beine das nächste Mal auf der linken Seite sind, bleib ein paar Momente. Du könntest auch den linken Fuß noch oben aufs rechte Bein drauflegen. Wenn du merkst, das rechte Knie mag das nicht, dann leg den linken Fuß einfach wieder unten ab. Und dann spür nochmal, wie jetzt der Atem tief in den Bauchbeckenraum strömt. Und wir haben ja heute in den Twists nicht nur ganz viel Wunderbares für die Wirbelsäule, für die Flexibilität der Wirbelsäule getan, sondern auch noch dieses Ausringen, dieses Massieren der inneren Organe und das hat auch immer so eine Detox, so eine reinigende Wirkung. Und dann kommt die andere Seite, du kommst zurück zur Mitte, lässt die Beine zur anderen Seite sinken und wieder den unteren Fuß oben drauf legen. Genau, wenn du magst. Optional, was für deinen Körper angenehmer ist. Und auch hier nochmal Pause.
ruhige, tiefe Atemzüge, tief nach unten in den Bauchbeckenraum atmen. Wenn wir tief atmen, dann arbeitet das Zwerchfell mehr, dieses nach oben und unten gehen, dieses Muskels, der dann auch wirklich nochmal so ganz aktiv die inneren Organe durchmassiert. Wenn du das Gefühl hast, die beiden Seiten sind gut ausgeglichen, dann kehrst du zurück zur Mitte und findest in deine Entspannungsposition. Lass dich in dein Shavasana kommen. Und es gibt natürlich den Klassiker, wo du die Beine ausgleiten lässt, die Arme neben dem Körper. Du könntest aber auch die Fußsohlen aneinander legen, die Knie zur Seite sinken lassen und die Blöcke unter die Beine legen. Das ist oft für den Rücken, den unteren Rücken, sehr angenehm. Leg dir vielleicht ein Kissen unter den Kopf. Eine Decke. Und für alle, die online dabei waren, da verabschiede ich mich jetzt hier schon mal. Das heißt, bleib zu Hause bitte gern auch noch einige Minuten in Shavasana, damit der Körper die Möglichkeit hat, die Wohltaten zu genießen. Und für alle hier im Raum, ihr habt noch schön Zeit, ein langes Shavasana zu genießen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Namaste.
lässt dir Zeit. Und wahr, wie sich der Atem ganz allmählich wieder vertieft. Und lass dich spüren, von wo der Körper die Bewegungsimpulse ausgehen lässt. Und lass wieder so kleine Bewegungen zurückkehren, die dich wieder ankommen lassen. Weck dich wieder mehr auf. Roll noch mal einen Moment auf deine Lieblingsseite. Also mit diesem Eingekuscheltsein, die Wärme und das Vertrautsein mit deinem Körper wahrnehmen. Über die Seite, finde den Weg zum Sitzen. Und dann nochmal für ein paar Momente so einen ganz angenehmen, aufrechten Sitz. Gern die Hände erstmal auf den Oberschenkeln platzieren. Lass dich nochmal hinspüren, wie geht's jetzt dem Körper? Was hat sich vielleicht verändert? Wie würde es sich anfühlen, wenn du dich ganz in deiner Mitte fühlst, ganz angekommen bei dir? Vielleicht ist ein bisschen von diesem Gefühl entstanden. Ausgeglichen, harmonisch. Und dann bringen die Hände zueinander vors Herz, Daumen berührt die Herzgegend, das Kinn ganz sanft Richtung Brustbein. Der Kopf verneigt sich vor unserem Herzen und lass dabei dein Sankalpa entstehen. Eine Intention, die du mitnimmst aus der Yoga-Praxis nach Hause, in deinen Alltag. Das kann ein Wort sein oder ein kurzer Satz. Eine Qualität, von der du spürst, dass sie dich gerade besonders unterstützt. Und vielleicht ist es Harmonie, Ruhe, Ausgeglichenheit. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Und dann löst die Hände, heb den Kopf an und lass uns gemeinsam mit dreimal Om die Stunde beenden. Harmonisches Om war das heute, fand ich. So viel Harmonie gefunden. Ja.